Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zum Skylander Superchargers Racing Weekend. Und wir machen heute die Wolkenfabrik im Einzelrennen und ich habe auch noch vor, eine Bossjagd zu machen, aber erstmal zum Einzelrennen in der Wolkenfabrik. So, wir spielen natürlich auch schwer, warum denn auch nicht? Also, das haben wir bisher die ganze Zeit so gemacht und ja, das möchte ich so behalten, ist okay. Alles in Ordnung. So, beim Rennen gibt die Farbe des Fadenkreuzes die Höhe der TP des anvisierten Gegners an. Ah, okay, das wusste ich noch nicht. Rot ist dann wahrscheinlich kritisch. Sagt, riecht ihr das? So duftet der Konkurrenzkampf hier in der wogenden Wolkenfabrik. Heimat der flauschigsten Wolken der gesamten Skylands. Oh oh, die Vorhersage wurde gerade geändert. Vorsichtig da draußen, denn ein Sturm braut sich zusammen. Das kommt mir so bekannt vor. Hatten wir die Strecke in der Story irgendwann mal? So ein bisschen? So ein ganz kleines bisschen? Oder... Ich glaube, ich habe die Herausforderung gemacht von dem jeweiligen Charakter auch. Das kann natürlich sein, dass ich die Herausforderung... Oh, ich bin völlig leer. Das war die Herausforderung. Ich erinnere mich. Das war kein Einzelrennen. Ja, wir müssen hoch. Oh mein Gott. So, der hat kaum noch, TP. Oder Lebenspunkte oder sonst irgendwas. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Ich war das nicht, nein. Nein, 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 nein. Hey, ich bin Erster. Nein, nicht verlangsamen. Ich brauche doch meine Geschwindigkeit. Und runter. Uah, wo genau runter? Ist da die Frage. Oh Gott, Stürme. Yay! So, was haben wir hier? Okay. Finde ich in Ordnung. So, erste Runde ist geschafft. Runde 2. Jetzt nehme ich mal den Weg hier. Ah, hier kriegen wir noch einen Boost. Wunderbar. Und ich werde attackiert. Nein, 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 nein. Lass das mal schön sein. Nein, da hat er mir das Ding geklaut. Das wird hier deine Lehre. Nein, 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 nein. Was hier los ist? So, alle platt gemacht. Aber ich habe auch nicht mehr so viel Energie. Das ist nicht sehr schön. Yeah. Oh, jetzt sind die vor mir und ich bin Vierter. Ja, haut doch rein. Ist okay. Was passiert hier gerade? Mann, was ein Stress hier. Oh, voll verfehlt natürlich. Yeah. Stürme. Ja. Man wird hier von allen Seiten einfach nur attackiert. Lass das sein. So, das ist böse und dunkel, das will ich nicht. Nein. Nicht abschießen. Wer mich abschießt, ist des Todes. Oh, Superkanonen. Aber ich bin Erster. Das ist, hat sich nicht gelohnt. Hör auf damit. Stopp. Gut, ich bekomme ein Schild. Och, nö. Stormblade. Und plötzlich Vierter, weißt du? Yeah. Ich sehe kaum was. War ich noch Erster? Oder war das nur ganz knapp? Alter.
Oh, ich mag die schweren Rennen. Das war ja wirklich arschknapp. Boah, nee. Wie gut. Wie unglaublich gut. Haha, sehr geil. Wir wählen eine neue Strecke. Aber wir bekommen einen Wunschstein, ein Spezialobjekt, 86 Münzen und 28 Zahnräder. Das ist mir zu wenig. So, wir machen jetzt, da wir das hier ja sehr schön abgeschlossen haben hier. Was? Ich möchte nicht zur Akademie. Ich möchte raus aus den Einzelrennen. Ach, komm. Ich wollte doch nur zu den Boschjagden. Ich wollte nicht direkt wieder zur Akademie. Kinas. Ja, na klar. Aber... Jetstream. Ich muss das Fahrzeug eh wechseln. So, ach ja, ich bekomme ja meine Belohnung, deswegen kommen wir zur Akademie. Ja, na klar. Natürlich. Wunderbar, danke. Ein Wunschstein, jetzt haben wir Dry. Können wir gleich mal nachgucken, was wir da so bekommen. Dankeschön. Jetzt will ich hier weitermachen. So, und zwar... möchte ich... natürlich haben wir hier ein neues Zeitrennen jetzt freigeschaltet, weil wir das Einzelrennen freigeschaltet haben hier, ne? Da. Aber ich möchte ein Bossrennen machen, eine Bossjagd. Oh ja. Hier müssen wir noch die Einzelrennen machen und so. Und dann können wir erst davon die Bossjagd machen. Und hier brauchen wir noch die anderen Action-Packs. So. Die Tropenplünderung Bossjagd. Ist recht so. Ist recht so. Die Flügelschuhe geben dir einen Temposchub. I know, I know. Das weiß ich doch. Da ist er. Arr! Ich versenke dein Schiff, Mister. Hoffe ich. Du gehörst nicht auf die See. Doch. Ich bin Sea Shadow. Ich gehöre sowas von auf die See. Jetzt heißt es anhalten, denn der alte Seeteufel ist nicht leicht klein zu kriegen. Bereit? Drei. Kriegt direkt einen Boost am Anfang. Das ist so gemein. Ja, direkt habe ich. Ja. Keine Dingens, weißt du? Keine Munitione. Waha. Ups. Hui. Das müsste doch reichen. Nein, das reicht natürlich nicht. Wir müssen ihn natürlich ordentlich einen auf die Mütze geben. So, du solltest ihn aber auch treffen. Treffen. Leichter gesagt als getan. So. Das macht ihn jetzt die ganze Zeit Schaden und das finde ich super. So, Achtung. Er will nach links. Oh. Turbo ist eine Idee, ja. Ich sollte nicht zu viele Turbos nehmen, eigentlich, damit er schön vor mir bleibt. Wo ist er denn jetzt? So viel dazu. Nein, du sollst mich nicht abschießen. Ich will nur wissen, wo du bist. Ich will nämlich nicht, dass du hinter mir bist. Ich habe ihn verloren. Da kommt er. Ha! Wenn er hinter mir ist, kann ich ihn ja schlecht abschießen. Ich wollte den nehmen. Nee. Ich krieg dich noch, keine Sorge. Hier. Wow. Geht doch. Ich bin manchmal ein bisschen grüßenwahnsinnig.
Ah, das war einfach. Das Stell war die einfach. Seetrophäe auf das Portal, um diesen Schurken in dein Rennteam aufzunehmen. Ja, ich guck mal, ob ich die gerade dabei habe. War in meiner Kiste. Okay. Platziere die Trophäe auf dem Portal, wenn du dein Rennteam wählst. Das ist cool. Okay. Besiege den Schurken. 1, 2 und 3. Sehr gut. Da steigen wir auch gleich mal auf. Wähle eine Kraft. Fluch der Piraten. Skelette verursachen gegen Piratengegner mehr Schaden oder gegen Drow-Gegner. Ich nehme das. Cool. Wir bekommen noch einen Wunschstein. Das ist sehr schön. Wir wollen zum Rennmenü. Und raus. Ja, ja, ist okay. Völlig in Ordnung. Tom Buggy. Sieht ja witzig aus. So. Ja, ja, ist okay. Sea Shadow. Wir wissen doch, was auf dem Portal steht. Wir wissen es doch. So, gib mir die Sachen. Hier den Wunschstein. Und die Zahnräder. Und das war's. So. Wir lösen mal schnell die Wunschsteine ein. Davon haben wir ja ein paar. Und dann war es das für das Racing Weekend. Oh ja. Morgen kommt wieder eine normale Folge Skylanders. Wo wir dann mit dem Typen am Wunschbrunnen reden wollen. Ich hoffe, ich mache das jetzt nicht aus Versehen. Ich will nur meine Steine reinschmeißen. Darf ich? Ja, darf ich. Was ist das? Eis. Eiscreme-Hut. Nein. Ja, ein Flügelsaphir. Weitere 2% Rabatt. Das ist schick. Arkianischer Silberhelm. Nein. Das war unser letzter Stein und wir bekommen so einen Gemüsehut oder Obsthut. Es ist ein Füllhornhut. Okay, nein, möchte ich nicht aufsetzen, aber vielen Dank. Und darauf hätte ich auch schon ein bisschen Lust. Ich meine, Zeit hätten wir dafür. Zeit hätten wir. Warte. So. Nehmen wir doch das Geißelement diesmal. Das haben wir hier ja noch nicht gemacht. Genau. Nur ein das heißt, Fahrzeugelement Licht kommt durch dieses Tor. Ich weiß, deswegen. Möchtest du das Element in der Zone geändert haben, Skylander? Genau, möchte ich das. Das wird jetzt auf mein Element angepasst und dann können wir da das Rennen starten. Es ist getan! Yay. Sei verblüfft und sonne dich in meiner Zerstöre Grabsteine, um Insekten zu entdecken. Unzerstöre Grabsteine! Besiege alle Insekten! Okay. Sei schnell, um Sterne zu verdienen. Okay. 3, 2, 1. Grabsteine, Insekten. Grabsteine, Insekten. Yeah, lalalala. Wirklich nur die Grabsteine? Auch die großen Grabsteine? Oder? Oh Gott, das ist ein Riesenvieh. Ein Riesenvieh. 55 müssen wir besiegen. Heißt das, wir müssen auch die großen besiegen? Dann gehe ich mal dahin, wo viele Grabsteine sind, lieber. Aber ich glaube, die kommen immer neu dann, oder? So viele Grabsteine haben wir ja jetzt nun auch nicht. So, 18. Ja. So, ich könnte mich schützen. Unbesiegbarkeit.
Neue Grabsteine. Ja. Okay, sie kommen wieder. So, Grabsteine kaputt machen, dann kommen auch die Insekten. So, oh, da haben wir ein bisschen mehr Kraft da hinten. Doppelter Schaden. Ja. Yeah. So machen wir die Dicken doch erst recht platt. So, komm schon. Danke. Neue Grabsteine. Was ist denn mit denen? Der ist so goldig. Ach, die attackieren einen auch noch. Ja, haus rein. Attackieren die einen. Das ist ja... Schildregeneration. Das ist ja mal gemein. So, ich möchte aber nicht nur große Insekten haben. Das wäre schön. Kleine Insekten sind mir gerade viel lieber. Einfach, weil die schneller platt gehen. Lass mal auf da. Ah, ich muss ja auch mal die Grabsteine hier platt machen. Dann funktioniert das auch. 52, 53... So, du gehst auch kaputt. 54. 55. Ey, ey, du schießt mich doch nicht ab. Du hast gewonnen. Hör auf damit. Ja. Oh, unter 90 Sekunden. Das ist, naja. Da fehlte noch ein bisschen, ne? Es kann ja, was kann es? Jedenfalls können wir uns hier ein paar Level abholen. Das ist wunderbar. Wir kriegen ein Tor. Ein rotes Tor. Okay. Und Level up. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, das Luftelement haben wir hier auch noch nicht gemacht. Das können wir ja beim nächsten Mal dann machen. Das läuft dann doch ganz gut. Die anderen Elemente, ja, die habe ich noch nicht. Was macht ihr so komische Geräusche? Egal, das war's heute auf jeden Fall mit dem Skylanders Racing Weekend. Wir sehen uns morgen wieder bei Skylanders, diesmal weiter in der Geschichte. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, Kommentieren, Liken und was ihr nicht sonst alles für mich tut. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.